Wir gehen jetzt live nach Hamburg. Dort begrüße ich den Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Felbermayr, wir haben in diesem Jahr von der österreichischen Bundesregierung oft gehört, dass Österreich gut durch die Krise gekommen sei. Wenn wir uns die Konjunkturdaten, die wir vorhin gezeigt haben, anschauen, kann man das dann so stehen lassen? Naja, das letzte Jahr war sicherlich zweigeteilt. Und das vierte Quartal in Österreich war ganz klar verheerend. Das kann man gar nicht anders sagen. Das hat aber, wie die Wirtschaftsministerin schon richtig gesagt hat, ganz stark mit dem Tourismus zu tun, der einfach in Österreich größere Bedeutung hat als in vielen anderen EU-Staaten. Also eine gemischte Bilanz, würde ich sagen. Und man muss auch immer betonen bei diesen Diskussionen, abgerechnet wird am Schluss und die Länder, die schon im ersten Teil der Krise nach dem ersten Lockdown stark abgestürzt sind, die sind dann auch stark wieder zurückgekommen. Deswegen glaube ich, müssen wir uns gedulden und abgerechnet, wie gesagt, wird dann am Ende. Jetzt ist es so, dass Österreich im Wintertourismus natürlich ganz, ganz stark ist und auch im Sommertourismus. Das vierte Quartal, da war weder Sommer noch Winter. Kann man diesen Einbruch im vierten Quartal also dann wirklich nur auf den Tourismus zurückführen? Nein, man kann den nicht nur auf den Tourismus zurückführen, das ist klar. Wir wissen ja auch im Ländervergleich, dass dort, wo die Inzidenzzahlen hoch sind, auch natürlich die Lockdowns stark sein müssen und die Wirtschaftsleistung besonders zurückgeht. Aber es ist natürlich der Dezember schon ein wichtiger Monat für die sozialen Dienstleister, ob das jetzt die Friseure sind oder die Hoteliers sind oder die Gastwirte sind. Auch der Kulturbereich, das war in Österreich natürlich schon ein extra Faktor und der Sektor ist deutlich größer als zum Beispiel in Deutschland. Das kann man in der Statistik nachlesen und das wirkt sich dann natürlich aus. Gleichzeitig ist es so, dass wenn der Sommer kommt und der Sommertourismus wieder durchstarten kann, Österreich dann auch einen Bonus hat, weil die Belebung in diesem Sektor sich dann auch positiv auswirken wird auf die gesamtwirtschaftliche Aktivität. Lockdowns haben ja aus epidemiologischer Sicht ohne Zweifel einen Effekt, einen oft sehr starken Effekt. Aus wirtschaftlicher Sicht, auch da glaube ich, sind sich alle einig, ist das pures Gift. Und da gibt es jetzt unter den Ökonomen zwei Denkschulen. Die einen sagen, es ist besser, wenn man hart und lang schließt, wie Deutschland das etwa tut. Andere sagen, diese Auf-zu-Taktik, die Österreich verfolgt, ist weniger belastend, ist schonender. Wo stehen Sie in dieser Diskussion? Ich glaube, dass eine Jojo-Taktik nicht wirklich günstig ist. Was wir brauchen, sind klügere Maßnahmen als das Auf- und Zumachen. Ich denke, dass das Testen, das jetzt ja in Österreich massiv betrieben wird, dass das die richtige Strategie ist. Flächendeckend zumachen und aufmachen ist wirtschaftlich sehr teuer, wenig effektiv. Wenn man dort schließt, wo es wirklich notwendig ist und in den Branchen, wo man mit getesteten Menschen wieder aufmachen kann, das auch tut, dann kann man die wirtschaftlichen Schäden begrenzen und gleichzeitig die gesundheitlichen Risiken eindämmen. Wie man die wirtschaftlichen Einbußen abfedert, da gibt es ja auch nicht dieses eine Rezept. Auch da gehen viele europäische Staaten ganz unterschiedliche Wege. Österreich setzt auf Steuerstundungen, auf den Fixkostenzuschuss und natürlich den Verlustersatz. Das ist eine sehr kostenintensive Strategie. Wie lange kann die noch aufrechterhalten werden? Naja, also Österreich hat eine hervorragende Bonität auf den Finanzmärkten. Österreich kann sich zu sehr, sehr guten Konditionen verschulden, noch. Und das heißt, es gibt keine Bedrohung aktuell, dass man jetzt nicht in den nächsten Monaten oder sogar Quartalen noch so weitermachen kann. Es ist aber natürlich so, dass jedes Monat, in dem der Staat quasi auf Pump die Wirtschaft am Laufen hält, die Schulden steigen und der fiskalpolitische Spielraum für die nächsten Jahre eingegrenzt wird. Das heißt, ja, man kann das noch eine Weile aushalten, aber das geht natürlich schon auf Kosten der zukünftigen Möglichkeiten. Das Budget ist Sache des Finanzministers, der Bundesregierung, der Politik. Das, was viele Menschen am eigenen Leib spüren, das ist der Angst um den Job. Viele haben ja ihren Job schon verloren. 450.000 Menschen sind derzeit arbeitslos. Etwa ebenso viele sind derzeit in Kurzarbeit. Wie sollen all diese Menschen, immerhin fast eine knappe Million, auf den Arbeitsmarkt wieder zurückkehren und vor allem wodurch?
Ja, das ist die wirklich große Aufgabe, jetzt im Jahr 2021 wieder am Arbeitsmarkt für Dynamik zu sorgen. Ganz klar, es muss wieder die wirtschaftliche Aktivität zurückkommen. Es sind ja genau die Branchen, die auch vom Lockdown betroffen sind, wo die Arbeitsplatzsorgen am größten sind. Wenn man jetzt dort wieder aufmachen kann, wo es geht, mit Tests, dann wird das auch auf dem Arbeitsmarkt peu à peu für Erleichterung sorgen. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass die Corona-Krise Österreich erwischt hat in einer Zeit, wo es strukturelle Veränderungen gibt. Schon das Jahr 2019 war nicht berauschend, was das Wachstum angeht. Die Autozulieferindustrie ist im Umbruch und viele andere Branchen auch. Die Digitalisierung rollt und das heißt, man muss jetzt im Arbeitsmarkt wirklich sehr viel stärker noch auf Qualifizierungsmaßnahmen abstellen und man muss schauen, wie wir aus dieser Krise sozusagen das Humankapital sozusagen erhalten, das notwendig sein wird für das Wachstum der nächsten Jahre. Die Kurzarbeit ist ein Sicherheitsnetz, das bekanntlich nicht unendlich lange gespannt werden kann. Da sind sich alle Beteiligten einig. Das hören wir eigentlich seit der Einführung. Diese Woche wurde jetzt noch einmal verlängert um 3 Monate. Im Juni soll dann zurückgefahren werden. Aber wie kann und soll das am sinnvollsten und am sanftesten für alle Beteiligten funktionieren? Ich glaube, dass die wirtschaftliche Belebung dafür sorgen wird, dass die Kurzarbeit zurückgeht, dass also, wenn die Pandemie jetzt kleiner wird durch das Impfen, durch die Veränderungen auch im Wetter das dann natürlich ermöglicht, dass wir mehr wirtschaftliche Aktivität wieder haben, das wird sich im Arbeitsmarkt auswirken, das wird die Kurzarbeit auch zurückfahren können. Das heißt, da kommt sozusagen die Lösung einfach durch das Wiedererstarken des Wachstums. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, wo man Kurzarbeit macht, muss es sozusagen ein Ufer geben, ein rettendes, auf das man sich rettet. Und je weiter dieses Ufer in die Zukunft geht, umso schwieriger wird das mit der Kurzarbeit. Und man muss sicherlich überlegen, was man tut mit den Menschen, deren Betriebe nicht mehr in der Größe wieder auferstehen nach der Krise. Ich glaube, dass da auch sozusagen ganz zentral sein wird, das Instrumentarium der aktiven Arbeitsmarktpolitik anzupacken und auszupacken. Und da, wie schon gesagt, sind Qualifizierungsmaßnahmen das, was man machen kann. Der Staat, muss man aber auch ganz klar sagen, kann nicht alles retten. Und wir werden uns darauf einstellen müssen. So unschön das leider Gottes ist, aber wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die Arbeitslosigkeit eine Weile höher sein wird, als wir das in Österreich gewohnt waren über viele Jahre. Also ein großer Arbeitsmarktschock braucht eben dann auch seine Zeit, bis er wirklich wieder abgebaut ist. Eine letzte Nachfrage noch dazu. Die Branchen, die am härtesten betroffen sind in dieser Krise, sind der angesprochene Tourismus, die Gastronomie und auch die Kulturbranche. Im Tourismus vor allem der Städtetourismus, weil der ja viel stärker abhängig ist von ausländischen Gästen. In allen Bereichen gibt es die Sorge, dass es für viele Menschen einfach nicht mehr reichen wird. Rechnen Sie mit einer Pleitewelle, wenn die Pandemie dann hoffentlich bald irgendwann zu Ende ist? Ja, ich glaube schon, dass wir damit rechnen müssen. Es ist jedenfalls ein guter Tipp an die Politik, sich darauf vorzubereiten, dass es hier zu vermehrten Insolvenzen kommen kann. Ich rechne auch damit, dass Hotels und Veranstaltungsunternehmen übernommen werden von größeren, die besser durch die Krise kommen. Aber es wird sicherlich eine Phase werden, die für viele Betriebe genau in diesen stark betroffenen Branchen schwierig ist. Da wird es notwendig sein, dass man auch politisch hilft, um die Härten, die da entstehen, abzufedern. Ein Tipp noch also für die Politik. Vielen Dank, Herr Professor Felbermayr, und guten Abend nach Hamburg.